Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021. So, wir sind hier bei dem guten Stück dabei. Wir müssen das Fahrwerk quasi einmal komplett revidieren. Hinterachse haben wir in der letzten Folge gemacht, weil vorher konnte ich gar nicht auf den Diagnosefahrt, weil dann Haltebügel gebrochen war. Vorderachse müssen wir jetzt noch machen. Schrauben wir gerade mal alles auseinander. So. Koppelstange ab. Feder, Stoßdämpfer ab. Die müssen wir auch neu machen. So, den noch. Und dann sollten wir eigentlich auch alle Teile gefunden haben. Achso, da fehlt ja noch. Ups. So, die Lenkung müsste ich da behalten. Da lassen können. Die Buchsen können wir schon mal rausschrauben. Der Stabi sieht auch in Ordnung aus. Den lassen wir auch drin. Ich muss nur unten den Rahmen wegmachen. Einmal den Rahmen komplett demontieren, bitte. Dann machen wir die Bremse natürlich auch hier. Zumindest mal alles weg. So. Drei Loch. Öl müssen wir auch wechseln, glaube ich, ne? Können wir dann auch gleich noch machen. Kann ich den Ölfilter rausnehmen, solange das Öl drin ist? Lass ich, glaube ich, lieber. Den Spaß lasse ich, glaube ich, lieber. Wobei, das könnte ich hier wahrscheinlich sogar. Egal, machen wir weg. Und dann können wir den Rahmen hier tauschen. So. Ölwechsel. Einmal ablassen, bitte. Ölwechsel war doch fällig, oder? Glaube ich. Wir machen jetzt einfach. So, Ölfilter. Und den können wir gleich mal einsetzen. Weil den kann ich sowieso nicht reparieren. Den können wir nur erneuern. So, jetzt müssen wir mal gucken, was müssen wir denn? Den müssen wir, glaube ich, neu machen. Die Sachen gehen noch in Ordnung. Das geht auch alles in Ordnung. Okay, ist kurz die Liste, die wir reparieren können. Der fällt schon mal nicht darunter, glaube ich. Ne. Dann kaufen wir den neu. Vier Buchsen. Machen wir natürlich auch neu. Also die Frage stellt sich gar nicht. Klar könnte man jetzt irgendeine gebrauchte Buchse da rein buxieren.
Aber mit solchen Späßen fangen wir gar nicht erst an. So, Querlenker, Vorderachse unten. So, Querlenker Typ A. Den Buchsen war auch neu. Sagt, gebrauchte Buchsen schraube ich da nicht rein, wenn ich das Ding auseinander hatte. Game hin oder her. Wir pfuschen hier nicht, ne? Ist auch noch in Ordnung. Halt. Die nicht. Da haben wir die gebrauchten hier. Beläge. Müssten auch noch okay sein. So, Stoßdämpfer gucken wir jetzt gerade erstmal. Da. Und den nächsten Stoßdämpfer, Vorderachse, Doppelquerlenker. Den sich zur Einkaufsliste hinzufügen. Dann brauchen wir Domlager und sowas auch alles neu, ne? Glaube ich. Domlager machen wir neu. Stoßdämpfer Vorderachse machen wir neu. Davon brauchen wir zwei. Den machen wir raus. Und dann haben wir hier ein Domlager, brauchen wir zwei. Und Federn Vorderachse brauchen wir zwei. So, jetzt können wir den Kram wieder zusammenschrauben. Wir machen hier ja keine Pfuscharbeiten, ne? Auch wenn das Ganze im Spiel ist. Auch da kann man vernünftig arbeiten. So, Koppelstangen. Die müssen beide okay gehen. So, können wir sonst Rad wieder drauf machen. Wird doch auch alles als okay angezeigt, oder? Domlager, Federvorderachse, ja. Federvorderachse, Luftfilter, Querlenker, Vorderachse unten. Ja, das ist die andere Seite. Ah, das sieht gut aus. So. Dann sollten wir fertig werden mit dem Auftrag. So, den brauchen wir jetzt neu. Bevor wir da versehentlich den falschen kaufen, machen wir das so. Jetzt glaube ich bald neue Buchsen kaufen. Ich habe nämlich keine mehr. Vorderachse. Die machen wir neu. Habe ich ja gesagt, da pushen wir jetzt nicht rum. Suche löschen, das wollte ich. Gummilagerbuchse groß. Kaufen wir mal wieder einen Schwung. Gesagt, die brauchen wir immer wieder. Und da pushen wir hier nicht rum. So. Kunde erwartet gute Arbeit und das kriegt er auch.
natürlich seine Bremsscheiben wieder. Da baue ich natürlich nicht meine neue ein. Wisst auch nicht warum. So, jetzt sollten wir unten alles fertig haben. Dann ist der wieder vernünftig fertig, der Gute. So, alles grün, grün. Luftfilter müssen wir noch. Ansonsten alles grün, sehr gut. So ein Klammernding. Bäh. Und den hatte dann auch immer gleich noch 4. Sind sie, die sind immer prädestiniert, dass man die vergisst wieder zu montieren. Zur Einkaufsliste hinzufügen. Tablet. Einmal Luftfilter neu. Hätte ich den sogar noch gehabt, ne? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. So. Und Öl müssen wir einfüllen. Ups. Da, Öl. Und dann müssten wir irgendwelche Flüssigkeiten noch wechseln, ne? Ich weiß gerade nicht welche. Gucken wir nachher. So, wo ist der Peilstab? Da. Ja, sieht gut aus. So, das haben wir auch erledigt. Hier müsste jetzt, ja, komplett. Und hier haben wir noch Spur einstellen und Wischerflüssigkeit nachfüllen. Dort kriegen wir hin. Nachfüllen ist einfach. Spur müssen wir noch einstellen. So. Blom. Der wäre wieder fit. Auf den Diagnosepfad. Wir müssen hier Spur einstellen. Das machen wir ja hier. So. Oh. So. Hätten wir auch erledigt. Theoretisch müssten wir jetzt alles durchhaben, ne? Sieht gut aus. 6000 kriegen wir dafür. Sehr gut. Auftrag beenden. Oh. Haben wir eine Koppelstange vergessen. Hoppla. Ja, ohne ist nicht so gut zu fahren. Muss ich zustimmen. Tatsache, da haben wir die Koppelstange vergessen. Hoppala. Gut, dass wir darauf hingewiesen werden. Sonst geht sowas übel aus. So, gereinigt von innen, von außen. Fahrzeug sieht perfekt aus. Alles erfüllt, Auftrag beenden. Wunderbar, wir haben 22.000 Talerchen. Oh, da ist der Motor noch drin. Ist die Frage, machen wir mit dem Geschoss hier weiter oder gucken mal, was noch der nächste Kampagnenauftrag wäre. Hey, ich bin's wieder, Johnny. Heute habe ich ein Sport-Sixon für dich. Ein solches Modell wird von Rost nicht verschont, besonders wenn es nicht in einer Garage untergestellt wird. Es stand zwischen Kakteen und sieht aus, als wäre es ertrunken. Obwohl die Karosserie komplett renoviert werden muss, sieht die Mechanik nicht schlecht aus.
Der Besitzer war ein Heißsporn, der den Wagen fuhr, als gäbe es keinen Morgen und der Motor wahrscheinlich überhitzt hat. Natürlich hat er weder die Zeit noch die Muße, sich um den Wagen zu kümmern und hat ihn einfach stehen lassen. Bitte bring ihn in Ordnung, denn ich glaube, dass wir ihn als Paradebeispiel verkaufen könnten. Der Kilometerstand ist kein Grund zum Besorgnis. Ich freue mich auf deinen Anruf. Wir sehen uns. Okay, machen wir. Gucken gerade nochmal, was hier ist. Ja, ist uninteressant. Ist auch nicht so die... Ne, machen wir den. Weil da gibt... Jesus Maria. Erstmal in die Waschanlage. Wo ist sie da? Der macht mir ja sonst die ganze Werkstatt dreckig. Ja, rostig würde ich sagen, ne? So. Heilige Maria. Machen wir schnell wieder zu. Dann diagnostizieren wir gerade mal, dass wir hier noch die Punkte zusammenkriegen. Oh, da ist viel Grün in der Aufhängung. Ich staune. Wie konnte das passieren? Also fahrwerkstechnisch top. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Motor, was man so sehen kann. Auch top. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Absolut nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass also rein optisch sieht das aus wie der letzte Hobel, aber die Technik ist absolut fit. Wenn man das mal so sagen darf. Die Technik ist absolut fit. Dann machen wir doch mal ein bisschen Diagnose. Das hier, der Ansaugkrümmer ist natürlich, der ist Schrott. So, wie sieht's damit aus? Auch alles gut. Oben die Domlager sind kaputt. Ziemlich jedenfalls. Oh, die Kurbelwelle, Kolbenringe. Eieieiei. Okay, das sind teure. Das ist eine teure Reparatur. Weil da müssen wir den Motor komplett auseinandernehmen für. Am besten. Oh, wir haben Level 20, sehr gut. Am besten Motor ausbauen und wegschmeißen, habe ich den Eindruck. Das wäre, glaube ich, das Gescheiteste, was man tun kann, und einen neuen Motor reinsetzen. Reifen sehen auch noch gut aus. Der Auspuff sieht auch perfekt aus, also. Druckmanometer. Da müssen wir mit dem Eimer aber auch auf den Diagnoseprüfstand. Ah, vielleicht auch nicht. Na, ich glaube, wir können nicht auf den Diagnoseprüfstand. Ich fürchte, dass der fährt nicht. Wir probieren es mal, aber ich fürchte, er fährt nicht. Ja. Richtig vermutet. Gut, dann kümmern wir uns
in der nächsten Folge drum. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dann seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.